So, ich heiße euch willkommen zurück zu den Abenteuern von Orbiting im Raumanzug. Wir wollen gerade mit unserem letzten Aurora-Crew-Mitglied die Orbite erreichen. Und ehrlich gesagt, ich hatte keine große Lust, mir hier irgendwie mit Intersects den Kopf zu zerbrechen. Ich dachte, hey, 8,7 Kilometer, nehme ich, los geht's und raus da. Also beschleunigen wir mit unseren 3,3 Litern einfach mal ein bisschen Richtung Orbiter, bis wir sehen, dass wir näher kommen. Und dann lass mal laufen. So. So läuft es ganz entspannt. 6 Kilometer, 5. Ja, wird das gerade langsamer? Ja, gut. Das heißt, wieder ein bisschen nachkorrigieren. Ein bisschen runter vielleicht. Ups, ein bisschen runter vielleicht. So. Und? 5,6, 5,5. Da sind wir schon. 4, 3. Müssen wir ein bisschen runter, bisschen nach links, bisschen nach vorne. So. So läuft das. Nix mit hier. Umlaufbahn, das machen wir brutal mit dem Vorschlaghammer. So, ein bisschen da lang. Ein bisschen nach links. Ja, so nach Augenmaß. 1,7, 6, 5. Die haut ab. Die haut ab, hinterher. Komm zurück. Wir haben noch 2,4 Liter an Bord. Pff. 3, 2, 1009, 8, 7, 6, 5, 100. Wollte ich sagen. Ups, wir haben ein bisschen zu doll nach unten gebremst. So. Hinterher. 200. Hoppala, hoppala. Bremsen. Ich bin vorbeigeflogen. Oh, puh. So, das war eine enge Kiste. Licht? Licht. So, hey Jungs, habt ihr auf mich gewartet? Ja. Ja, alles im Schatten ein bisschen, aber was soll's. Oh, nicht zu schnell reinkommen. Wir wollen nicht unseren Körbin jetzt zum Moos verarbeiten. Er hat sich nicht freiwillig gemeldet für eine Körbin-Gulasch-Mission. So, schön, sanft. Ganz sanft. Hi, mach mal Platz da drin. Hier komme ich. Dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, dam. Board. Yes. Lass mal sehen, wie sieht's denn bei euch da drin aus? EVA? Na, alles fit? Alles fit. Und da drüben? Hey, Kollege, wir sind wieder zusammen. Gut. Jetzt heißt es, die Orbiter nach Hause bringen. Was haben wir hier? Eine Periapsis von 76 Kilometern und hier haben wir eine Apoapsis von 83 Kilometern. Und wir haben noch ganze 3 Liter Oxidizer. Gut, wir werden uns also nicht leisten können, runterzukommen, wo wir wollen, sondern wir werden nehmen, was wir kriegen können. So, okay. Das heißt, wir werden hier an dieser Stelle. Würdet ihr bitte. Nein, Autopilot mag nicht, ja? Muss ich von hier? Control from here. Ernsthaft? Autopilot ist nicht mehr? Seit ich die Jungs habe einsteigen lassen, ist nicht mehr mit Autopilot oder wie? Leute, ernsthaft. So, und. Ja, das war's. Okay, cutten, switch, aus. Gut, kein Saft mehr. Wir sind aber schon unterhalb der Atmosphäre. Weil mir das aber zu langsam geht, werde ich jetzt anstellen. So. Okay. Das ACS aktivieren. Und Feuer! So. Und was sagt? Ja, da geht die Periapsis runter. Wo ist denn das Kerbal Center? Das ist. Ich glaube, das ist irgendwo hier hinten. Das haben wir ein bisschen verdümpelt. Da können wir, glaube ich, nicht an. Macht nichts, wir können es aber abholen lassen. So. Ja, und so geht's hier, ne? Da haben wir hier runter, 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 runter. Können physikalisch ein bisschen beschleunigen. Vollbremsung mache ich hier gerade. Mit dem Monopropan zumindest. Yeah. Moment, ich bin hier nicht richtig ausgerichtet, fällt mir gerade so auf. So. Ja, klar, ich beschleunige hier irgendwo nach außen. Das ist ja total strange. So. Ja, die Periapsis sinkt weiter. Wir sind schon auf
unter 60.000. Wenn ist mein Winkel schon wieder vermauxt? So, 50.000 wäre gut. Vierfach physikalische Beschleunigung, yeah! Knallhart. Kurz orientieren. So. Weiterbremsen. Unter 50.000. Ich würde ganz gern bei Tag noch landen. Wie viel schafft man denn? Boah, seht euch das an. Also das Monopropan ist ganz schön machtvoll. Das Monopropan ist stark in ihm. Entschuldigung. So, was haben wir hier? 37.000. Und wir haben gerade mal die Hälfte vom Monopropan verpasst. Pff. Nicht zu dolle, sonst kommen wir noch hier im Teich an. Das wollen wir nicht. 30.000 Meter pro Sekunde. Wollen wir noch mehr? Andererseits, wenn wir weniger Monopropan dabei haben, ist das besser, weil wir leichter sind. Also insofern schon okay. So, 24.000. Oh, inzwischen haben wir jetzt... Wow. Oh, die schönen saftigen grünen Felder hier. Komm, bis 10 können wir runterbremsen, oder? Weißt du was, brennen wir das ganze Monopropan weg. So, Monopropan ist weg. Wie viel haben wir geschafft? 9,8 Kilometer. Schande, das lief gut. Oh, wir sind ja jetzt schon in der Atmosphäre. Vielleicht sollten wir uns etwas orientieren. So. Orbit? Nein, Surface. Control from here. So. Okay, so. Jetzt nicht verglühen beim Wiedereintritt, wäre geil. Gut, Schnauze ist angewinkelt. Aussicht ist, Jab. Was sagst du? Alles fit? Knöpfe? Check. Schalter? Check. Alles klar. Mhm. Co-Pilot? Happy. Alles gut. Moment. Oh, hoppala. Hat der Co-Pilot seinen eigenen Nachball? Da? Wir haben einen und er hat seinen eigenen. Aber es beruhigt mich, dass die beide das gleiche anzeigen. Hm. Okay. So, da kommen wir rein. Oh. Wir werden doch jetzt nicht so dolle bremsen, dass wir über dem Wasser hier landen, oder? Hm. Und Touchdown. Ich hab's übertrieben. Ich hab's mal wieder übertrieben. Oh, Schande. Jetzt darf ich mal zeigen, was die Fallschirme können, ha? Huh? Okay. So. Aber der Wiedereintritt ist sehr sanft gerade. Seht ihr das? Oh, ganz weich. Butterweich, würde ich sagen. Und wir kommen voll im Wasser an. Vielleicht kriege ich uns auf eine der Inseln hier gelandet. Hawaii oder so klingt geil. Die hier sieht super aus. Ich nenne sie Hawaii. Du bist jetzt Hawaii. Ich glaube, wir kommen nicht auf Hawaii an. So, heiße Sache, wa? Boah. Geschickt. Ja, jetzt wird's heiß. Okay, Hawaii war's das. Dann hier, Honolulu. Honolulu wird auch nicht funktionieren. Physikalische Beschleunigung runter und neigen wir uns ein bisschen. Bisschen darüber. Komm, ich will da. Komm. Wir haben noch ein bisschen Liquid Fuel. Da können wir vielleicht mit der Whiplash Engine vielleicht so ein bisschen. Ihr wisst schon. Ich würde wirklich sicherheitshalber lieber auf Land landen. Ich habe es zwar mehrfach getestet und in allen drei Tests haben die Fallschirme gereicht, aber ihr wisst schon, ne? Wenn da Körbeleben auf dem Spiel stehen. Muss man es ja nicht unbedingt ausreizen. So, was überhitzt hier gerade? Solarpaneele. Gut, die Solarpaneele sind verzichtbar. Wenn die abfackeln, dann fackeln sie ab. So. Los. Nur die Nase soll nicht abrauchen und die Kuh. Die Kuhcabin. 1500. Also ab 1000 sind wir safe. Meiner Ansicht nach. Also wirklich safe sind wir erst, wenn es aufhört zu kohlen, aber... So von der Idee her. Ja, ein bisschen physikalisch beschleunigen eigentlich trotzdem. Ich bin mir nicht sicher, wie die physikalische Beschleunigung Einfluss hat auf die Überhitzung. Ich weiß, dass es deutlich mehr Stress auf die Teile ausübt. Aber... Ja, 1200. Das ist jetzt praktisch die Geschwindigkeit, mit der wir abgefahren sind. Also entsprechend, jetzt wird es schon noch besser. Aber ich will da rüber, ich will da an Land.
Welches Land ist am nächsten? Ich glaube, diese Inselgruppe hier wird am besten sein. Okay. Es wäre gut, wenn wir uns irgendwie fangen könnten. Wir haben Intake. Aktivieren wir die Whiplash. Komm schon. Komm darüber. Das war's. Schaffen wir es bis zum Land? Oh, das sieht echt böse aus. Komm, 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 komm. So, fliegender Betonklotz, hä? So, ausrichten. Boah, wir sind so leer. Ja, Intake haben wir. Oh, Moment. Close Intake. Close Intake. Ich weiß nicht, ob das wirklich aerodynamischer macht, aber hoffentlich kann man es ja mal. Okay, physikalische Beschleunigung. Komm, komm, komm. Das wird nicht reichen. Das reicht nicht. Wir kommen nicht bis ans Land. Wir kommen nicht bis ans Land. Freut euch nicht so behindert. Wasser, das Wasser kommt näher. Wow, wow, wow. Wir sind schon unter 3000 Metern. Fangen Sie mal ab hier. So, okay. Monopropan leer, Liquid Fuel leer, Oxidizer leer. Gut, wir sind so leicht wie wir sein können. Wir könnten die Kerbins aussteigen lassen und auf dem Dach stehen lassen. Ich weiß nicht, ob das ihre Überlebenschancen erhöht. Oh, die Crewkabine glüht noch ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen nachglühen. Okay. Fallschirme früh oder spät öffnen? Ach, was soll's, öffnen wir sie jetzt. Fallschirme auf, Fahrwerk raus. Könnte sein, dass das ein bisschen dämpft immer noch. So, okay. So, schön flach aufkommen. Ne, mit dem Hintern zuerst eigentlich. Mit dem Hintern zuerst. So, ein bisschen derart. Ja, genau. 6 Meter pro Sekunde, das könnte kritisch werden. Können wir die nicht jettisonen? Manche Triebwerke kann man jettisonen drücken. Ich habe zwar keine Ahnung, theoretisch heißt jettisonen abwerfen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Boah, 6 Meter pro Sekunde, das wird kritisch. Das wird kritisch. Ich meine, wir kommen schön gerade rein. Ich bitte um Kredit für meine schöne Austarierung, dass das Ding wirklich waagerecht reinkommt wie Hölle. So, ein bisschen anneigen. Oh, Schande, bitte, 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 bitte. Bitch! Ja, jetzt guckt ihr böse, hä? Huh? Yikes! Wir sind gewassert! Wir sind gewassert! Es sei es aus! Und wir schwimmen! Wir schwimmen! Sollen wir das Fahrwerk einklappen? Ja, klappen wir das Fahrwerk ein. Hihi! Blub, 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 blub! Yay! Bluppi, bluppi, bluppi! Okay, riskieren wir es eigentlich nicht. Warum blöd ich jung? Wie kann man Wessel? Unser Crew ist zu Hause! Ha! Entschuldigung, ich freue mich gerade wirklich. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die Crew der Oriro noch wirklich heil heimkommt. Oh. Mal sehen. Ja, ein bisschen Forschung haben wir halt mitgenommen. Wie? Wir haben. Ach so, ja, wegen den Kontrakten, okay. Ja, ein bisschen Recover-Zeugs. Wie viel haben wir gekriegt? 20.000 haben wir zurückbekommen. Von. Was hat das Ding gekostet? Ich glaube, 30.000. Nee, 40.000, glaube ich, kostet die Orbiter. Und die Crew! Hier, Jebediah, no XP and. Oh. God bless! 45 XP! Advanced to Level 4. Hedwin, Advanced to Level 4 und Gregler, Advanced to Level 4. Hoah! Da sind die guten Kollegen. Da haben wir sie. Ah nein, die Belle ist ja unsere alte Veteranin. Da haben wir Gregler, Hedwin und God Bless. Was können die denn? Ein Engineer auf Level 4 kann Repack Shoots, also Fallschirme packen. Okay. Repair Wheels, das ist natürlich geil. Und Repair Landing Legs. Aha! Das ist praktisch. Ihr wisst schon, wenn die Füße. Dann könnt die wieder einpacken. So. Log. Orbit around Kerbin hat er zweimal gemacht. Orbit around Minmus hat er gemacht. Orbit around Sun hat er gemacht. Flying. Orbit around Yol hat er gemacht. Und Fly by Tylo, Fly by Val und Fly by Pol hat er gemacht. So. Natürlich haben die anderen beiden das gleiche gemacht. Hedwin als Scientist produziert 120% Vessel Science.
Und 120% Part Science. Okay. Return. Ach gut. Und der Pilot kann jetzt Stability Assist, Prograde, Retrograde, Radial, Normal. Ja, er kann halt das, was die ganzen Probes auch können. Nice Sache. Also, die Crew der Aurora ist zu Hause angekommen. Eigentlich